Hallo Freunde des Campingplans, hallo Mitglieder, hallo einfach Kali oder Trainingsinteressierte. Heute zu unserer zweiten kleinen Session, die wir euch in dieser schweren Zeit darbieten wollen. Ich freue mich unheimlich darüber, dass ich auch sehe, dass Udo Daniels Hand und das Toren Bill McGraws, dass Phil Norman und Eric und all die anderen auch alle dabei sind und zeigen zumindest ganz, ganz viele Sachen zur Zeit im Netz, die ihr alle für euch trainieren könnt, sowohl in Partnerarbeit wie auch alleine. Unser heutiges Thema wird einfach sein, dass wir euch mal Sachen mit Stock und Messer bzw. Machete und Messer zeigen. Und zwar möchte ich euch heute ganz kurz einmal eine Anwendung zeigen, die man mit dem Partner machen kann. Und dann werden wir das Ganze halt auch gegen ein totes Ziel machen, falls gerade kein Partner zur Verfügung steht. Dieses tote Ziel kann ein sogenannter Reifenmann sein, das kann aber auch ein Baum bei euch im Garten oder Nachbarschaft sein oder geht gegen irgendetwas anderes, was ihr nicht gleich kaputt schlagt. Okay, dann fange ich an, jetzt erstmal mit meinem Partner Heinrich die Sache ganz kurz als Drill zu zeigen. Im zweiten Schritt zeige ich euch eine Kampfanwendung dafür und im dritten Moment zeige ich euch, wie ihr das alleine für euch trainieren könnt. Okay, bin ich soweit? Gut. Wir kommen beide mit dem Schwert nach vorne, haben leichten Kontakt, gehen dann nach hinten und gehen zu Boden. Wir kommen nach vorne, treffen die Waffe wieder aneinander, sind in unserer Grundposition. Von hier aus wird erst die Waffe mit einem Redondo durchgezogen. Mit einem Step nach vorne treffen sich die beiden Messerhände. Dann kommt die Langwaffe wieder, man toucht. Die beiden Messer kommen nach vorne und wir gehen nach hinten und gehen wieder in die Ausgangsposition. Okay, jetzt kommen wir zu einer möglichen Kampfanwendung der ganzen Geschichte. Meinetwegen, wir wären in einem imaginären Schwert- und Messerkampfsystem und es sollte so sein, dass Heinrich versucht, mir den Kopf abzuschneiden. Ich würde nach hinten ausweichen. Von hier aus würden wir denken, ich kann Heinrich unmöglich treffen. Durch das Hilfsmittel, das wir auch im Piketty Tyrian International Logo von Billy McGraw sehen, wenn ich mein hinteres Bein lifte, erreiche ich eine wesentlich größere Distanz. Das heißt, selbst wenn Heinrich seinen Kopf noch etwas nach hinten zieht, kann ich ihn von hier aus treffen durch das Liften des hinteren Beines. Jetzt kommt der Drill in folgendem Maße. Das Langschwert oder das Schwert macht eine Redondo-Bewegung. Entweder geht mein Redondo zum vorderen Arm meines Gegners oder sollte der vordere Arm schon nicht mehr da sein, gehe ich halt direkt zu dem Gegner. Und sobald ich mir hier mit dem Weg freigeräumt habe, kommt sofort mit einem Step-In das Messer zum Hals meines Gegners. Von hier aus kommt die Redondo-Bewegung des Schwertes. Das kann als Ziel zum angreifenden Arm, zum Hals, zur Messerhand, falls die kommen sollte, oder sogar in der Standbeinwand, was hier drin ist. Alles das ist nur eine Bewegung, Redondo-Bewegung. Von hier aus gehe ich nach vorne und attackiere im Endeffekt mit meinem Messer in Richtung Hals. Und meine letzte Technik ist ein Schnitt zu seinem Hals, bevor ich dann sozusagen zum nächsten Gegner gehe. Jetzt zeige ich euch, wie man das an einem toten Gegenstand mit und ohne Kontakt trainieren kann. Dazu wechsle ich ganz einfach von den scharfen Waffen zu der stumpfen Waffe. Wenn wir jetzt einen toten Gegenstand vor uns haben, können wir von hier aus auf unserer Kampfgrundposition das gleiche machen. Wir bringen eine Art Flip-Bewegung, einen schnellen Schlag und einen mittig zurückgezogenen Schlag hin zu unserem Ziel. Imaginieren. Ihr seht auch hier, lifte ich wieder das hintere Bein an. What? Und mehr Distanz machen zu können. Nach der ersten Bewegung hier komme ich zurück und gehe einfach runter und nehme diese Schützposition ein. Von hier aus kommt mein Uppercut. Der Uppercut geht an meinem Ziel dran vorbei. Ich kann touchieren. Und von hier aus kommt meine nächste Bewegung. Der Redondo zieht durch, das
Messer kann attackieren und von hier aus, wenn ich hier bin, 1, 2, kommt mein nächster Schlag mit dem Redondo nach außen. Mein Messer kann attackieren. Meine letzte Bewegung vollendet hier diese Abfolge. Noch einmal gezeigt. 1, 2, abgehakt. 3. Der Redondo, der auf der Innenseite bleibt, der Messerstich in Richtung Hals, die nächste Redondo-Bewegung, die auf die Außenseite geht, Messerstich in die andere Halsrichtung und dann die Nummer 1 mit vollem Hüfteinsatz und Schultereinsatz, um mit viel Stärke die Technik hier zu beenden. Noch einmal hat sich sogar in die Luft gezeigt, und das ist das Thema für die nächsten Tage von euch. Attacke. Horsehead. Bedeckung. Uppercut. Redondo, Stich. Redondo, Stich. Und back to the basics. Vielen Dank für heute und viel Spaß beim Trainieren. Wenn wir uns wiedersehen hier im Kempokan, dann habt ihr das perfekt drauf und wir können direkt ins Training starten. Schönen Tag und bleibt gesund.